Schönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, einfach moin moin und herzlich willkommen zu Chrono2K zockt Ridge Racer. Eins, glaube ich, der allerersten Spiele für die PS1, also für die PlayStation halt, das ich aus zweierlei Gründen gut fand. Und das kann man jetzt vielleicht schon hören, nicht gerade die Musik, aber generell die Musik. Und es war, weil es eins der ersten Spiele war, das ich hatte. Hier kann man gar nicht großartig, hier gibt es nicht viel zur Auswahl. Es gibt Beginner-Track, Mid-Level, High-Level und TT, was auch immer das heißt. So, dann können wir wählen zwischen Automatik und Handschaltung und haben 1, 2, 3, 4, 4 Autos zur Auswahl. Also ihr seht, die Auswahl war sehr beschränkt, aber trotzdem, guck mal, was haben wir denn hier so eigentlich? Maximum Speed, Adaptive Edge Acceleration, Traction. Also das ist der Allrounder. Den nehmen wir dann auch mal. Weswegen ich das Spiel so gut fand, das werden wahrscheinlich viele jetzt gerade aufgrund dessen nicht so gut finden, ist wie gesagt die Musik. Deswegen gucken wir mal rein. Auch die Steuerung ist so. Grafik, wollen wir gar nicht drüber reden, dermaßen übel gealtert. Gleich direkt beim Start durchgedreht. Also das ist, glaube ich, eine Automatenumsetzung gewesen. Das ist jetzt so, da ist ein Lied bei, das 50 Rotterdam Nation. Das fand ich extrem gut, weil das so zu dem. Boah, eine übelst direkte Lenkung. Seppi wollte doch ein cooles Rennspiel. Gut, dass hier halt kein Tuning und so. Und ihr seht diese Animation, wenn man die Autos anrempelt, aber hier schon ein Hubschrauber, der durch die Gegend fliegt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man fährt so ein Rennspiel wie diese Automaten damals, wo sich quasi nur die Strecke bewegte und das Auto immer in der Mitte war. Wie ihr sehen könnt von Namco. Aber der liegt schon ganz gut. Der quietscht nicht und nix. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich nie mit dem Auto gefahren habe oder ob das wieder obala. Über die Bande kann man auch nicht hinwegfahren. Was bin ich denn eigentlich? Position 9 von 12. Wow, wow, wow. Uiuiui. Und ihr habt ein Gummigehäuse. Wenn ihr an den Rand kommt, dann werdet ihr sofort durch die Gegend geschossen, wenn nichts gut ist. Also hier Erste zu werden, ich weiß nicht, ob ich das damals jemals geschafft habe, ob ich das heute jemals schaffen würde. Oh, da dachte ich gerade übrigens, das geht nach rechts und nicht nach links. Ah, so ein paar können wir noch aufholen. Was sind wir denn jetzt eigentlich? 8? Vielleicht können wir noch ein paar Plätze gut machen. Wir schießen einfach die anderen weg, was uns natürlich auch sofort ausbremst. Ich weiß, oh, wie sich die Grafik im Hintergrund aufbaut. Übel, ne? Also, es ist aus heutiger Sicht Final Lap. Es ist kein wirklich gutes Spiel. War es vermutlich damals noch nicht, aber früher hatte man halt nicht so fürchterlich viel Auswahl. Und ich habe so ein bisschen, das ist natürlich auch kein Titel, der viel Geld kostet, den habe ich einfach aus Nostalgie gekauft. Es gab dann nachher, glaube ich, noch Ridge Racer 2, also es ging im Endeffekt bis Ridge Racer 5, glaube ich. Sogar auf der, also auf PlayStation 2 auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob auf der PlayStation 3 sogar ein Titel rausgekommen ist davon. Oh. Dann gab es noch Rage Racer und also es gab diverse Ableger davon. Ich habe keine Ahnung, welches der beste Teil ist. Ein Teil davon hat auch versucht, so Gran Turismo-mäßig daherzukommen, glaube ich, mit Meisterschaften und Tuning und wow. Es ist so ein. Oh, wenn er sich plötzlich wieder fängt, dann zieht er sofort weg. Oh, ich bin Vierter geworden. Ich war Vierter geworden. Ich war Vierter geworden gewesen sein. Ich werde gleich mal gucken, dass ich mal den Track auswählen kann. Also nicht die Strecke, sondern den Track. Ob er. Überrunden wir hier schon? Nee, das ist tatsächlich der Vierte. Der Fünfte gewesen.
wie er nach dem Drift, in Anführungsstrichen, voll Gas verliert. Gibt es ja eigentlich Windschatten? Wie gesagt, man kann das Ganze auch in der Perspektive spielen, die Finchy so befürwortet. Da ist mein Lied. Nee, das ist noch ein bisschen extremer, aber das war so, ja, 94? Ich lass mich mal gucken, bevor man das ist. Hört ihr die Musik? Ja, ich habe früher schon so eine Musik gehört, ich höre sie heute noch oft. Das ist halt so Hardcore-Zeugs und das Spiel hat mir das geboten, zusammen mit dem Rennspiel. Ich meine, ich finde sowieso bei Rennspielen treibende Musik cool. Aber ich bin Game Over, weil ich nicht Erster geworden bin. Nichtsdestotrotz, gucken wir jetzt nochmal das Mid-Level an, was auch immer das ändert. Wir können hier Musik, guck mal, wir lassen Random Play, das ist okay, was gibt's für Options? Fast Lab Button Config, interessiert mich. Ach, guck mal hier. Oh, der gute alte Controller. Shift Up, Shift Down, Change U, Break, Accelerate. Das könnt ihr da. Ist das nicht fantastisch? Gucken wir, ob wir ein anderes Auto nehmen können. Mehr Handling, mehr Traktion, aber weniger Tempo. Mehr Beschleunigung, Maximum Speed. Wir nehmen hier mal so eine PS-Schleuder. Aber schalten lassen wir trotzdem automatisch. Mal gucken, was er jetzt für ein Lied auswählt. Die Strecke ist wahrscheinlich wieder identisch, quasi. Ja, was für ein Start. Was habe ich denn für Start hingelegt? Ich muss aber sagen... Wow. Also der geht natürlich jetzt gut ab. Grafisch keine Rede wert. Oh, das ist auch so toll. Man hat die Auswahl zwischen sich ausbremsen lassen, weil man dem Kontrahenten hier, den Gegnern hinten reinfährt. Oder die Auswahl, ihm auszuweichen, um nicht ausgebremst zu werden und dadurch aber in die Bande... Wow. In die Bande zu rutschen. Wow, den kriegt man ja gar nicht wieder eingefangen. Man sollte vielleicht eher den mit der Beschleunigung nehmen, weil... Wow! Was ist das? Ach, guck mal, das soll jetzt wahrscheinlich einen Sonnenuntergang darstellen. Deswegen sind die... Ich krieg den hier gar nicht wieder rein. Also mit dem komme ich noch schlechter voran als mit dem anderen. What the fuck? Oh. Ich muss das What the fuck ja immer aussprechen, weil Finchy versteht immer Fotze. Mit dem kommt man hier mal gar nicht zur Rande. Oh, er fährt so flott, dass er abhebt. Ich meine, ist das jetzt eigentlich... Habe ich jetzt eigentlich nur... What? Was geht hier ab? Kriegt die wieder ein? Oder ist die jetzt ein bisschen abgewandelt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Boah, auf jeden Fall kann man mit dem überhaupt nichts abreißen. Und ich muss wie viele Runden hier... Es geht nicht nur auf Runden, es geht um Position und es geht auch noch auf Zeit, wie ihr seht. Man darf also nicht völlig verkacken. Oh, hatte noch 8 Sekunden. Bin 11. von 12. Und man darf... Boah. Den kriegt man überhaupt nicht wieder in Griff, wenn der erstmal wegdriftet. Ist ja hammerhart. Also ihr solltet, wenn ihr aus der Kurve kommt, nicht gleich wieder Gas geben. So wie ich jetzt. Boah, weil er dann nämlich, wenn er wieder Grip hat, völlig verzieht. Also Seppi, ist das diese Art Spiel, die du dir vorgestellt hast als cooles Autorennspiel? Meine Fresse, also das ist eine Fahrphysik, also ein gefrorener Waschlappen auf Eis hat eine bessere Fahrphysik als dieses zitronenfarbene, vierrädrige irgendwas. Das ist eigentlich ein komisches Geräusch, hab ich Hubschrauber bei mir oder was? Und jetzt ist auch noch Nacht, also das muss man dem mal ins Gute lassen. Tag- und Nachtwechsel, ich denke mal Wetter gab es hier noch nicht. Wow, das ist halt so ein Arcade-Automaten. Sowas stand bei uns früher oft im Kino. Meistens war Sega ja dafür bekannt. Das Problem ist, wenn man nicht stetig auf dem Gas bleibt, hat man auch keine Chance. Aber dadurch, dass er driftet, wie nichts Gutes, als wenn man einrädrig Heckantrieb hätte. Oh, ey, der kriegt sich überhaupt nicht wieder ein. Ja, alter Vater. Also Frustfraktor ganz hoch, aber ich meine, das ist echt so ein
schmeiß 5 Cent rein, ich schmeiß 1 Euro rein oder damals war es eine Mark rein und fahre mal eben eine Strecke bis zum Checkpoint, was man früher bei diesen Spielen ja nie geschafft hat. Guck mal, er driftet gar nicht, wenn ich gar nicht vom Gas gehe, dann driftet er nicht so. Wow! Dann kommt auch einigermaßen auf Geschwindigkeit. Aber vorhin haben wir uns besser geschlagen, muss ich sagen. Der hat halt die Lenkung auch nicht ganz so extrem. Wie auch mal, habt ihr es gerade mitgekriegt? Ich gehe auf die Bremse. Oh, oh. Und schon sind die, oh, Leckbomio, sind die Motorengeräusche weg. Aber mehr als Platz 9 ist mit dem ja echt nicht drinne. Oh. Dass es hier halt auch nur diese Extremvarianten gibt. Fährt diesen total, oh, diesen total Allrounder oder die PS-Schleuder, wo einer, oh, ich glaube, schaffe ich es überhaupt noch hier? Oh. Ich habe, was bin ich hier letztes Mal geworden? Also in der letzten Runde Vierter. Jetzt habe ich gerade mal den 10. geschafft. Schon wieder dieses Akrolied. Wollen wir euch mal sprechen. Game over. Ihr seht, es geht auch nicht wirklich weiter. Ich weiß ja noch nicht mal, ob danach noch Strecken kämen. Gerate Rüpfens. Hm. So, Car Select. Der Winger Beschleunigung. Genau ein beschissenes Handling. Wir nehmen jetzt mal den. Maximum Speed 260. High Level. Was ist TT? Ach, seht ihr das? Da hinten baut da die Strecke wird ein bisschen verlängert. Aber vom Mid-Level zu Normal sehe ich jetzt keine Veränderung. Deswegen gucken wir mal High-Level, ob das jetzt eine Abkürzung ist oder wirklich zur Strecke gehört. Gucken wir es auch nochmal an. Und jetzt machen wir mal das Lied an, das ich meine. Hier, zack. Das Lied, weswegen ich das Spiel haben wollte, ohne Scheiß. Damit ich mir, weil als CD kann man sich ja nicht kaufen. Vollgas geben darf man auch nicht. Es ist halt, es ist selbst aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich Musik. Obwohl für mich schon. Und weißt du, dann gehe ich mal auf die Bremse, weil er da durch die Gegend slidet wie ein großer. Und dann packt er mir noch die Kamera hinter das Heck, während er schräg steht. Aber wo ich das ja gerade so sehe, da könnte man fast nochmal Gran Turismo 2 wieder auspacken, ne? Wupp. Ich weiß nicht. Also erstmal ne, quasi eine Strecke. Mit minimalen Abwandlungen, glaube ich. Das stimmt, da sehen wir. Müsste also länger sein. Oh. Der hat eine zu direkte Lenkung. Ich hätte den ersten nehmen sollen. Ich weiß ja nicht, wer... Oh. Wer das Spiel von euch kennt. Wer das Spiel auch in seinem Besitz hat. Als Gag in seinem Besitz haben, kann man es auf jeden Fall mal, finde ich. Es ist halt... Ja, ich habe jetzt halt das, die Jahr... Oh, oh. Hier geht es ja plötzlich nach links. Ich habe die Jahreszahl jetzt vorhin nicht gefunden. Aber es ist halt eines der ersten Spiele. Das ist, ich meine, die Grafik spricht für sich, ne? Oh, ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich glaube nicht nur, dass die Strecke länger ist, sondern die fahren ja auch schneller, weil ich komme da nämlich gar nicht mehr dran vorbei. Mit der Krücke im ersten Rennen bin ich problemlos an die rangekommen. Ella Yamaka, du fliegst ein bisschen tief, ne? Hör auf mich zu filmen. Und wir haben hier sogar dezente Bremsspuren, ist das nicht fein? Also es hat alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr mal gerade keinen Bock auf Drive Club habt oder auf The Crew oder diese ganzen High-End-Spiele, packt ihr halt eure PlayStation 1, 2 oder 3 wieder aus und schmeißt dieses Spiel rein. Das Gute ist ja, PlayStation 1 Spiele logischerweise 2 auch und 3 auch. Warum ist er jetzt irgendwo vom Gas gegangen, wenn ich noch eine Runde habe? Oder kommt es nur so vor?
das Hubschraubergeräusch, Helikopter, geht ein bisschen auf dem Zeigefinger. Flap, 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 flap. Also das waren jedenfalls damals die immensen Motoren-Sounds. Du darfst hier echt, ihr müsst euch mal reinziehen, dass man hier nur Digitalcode steuern kann. Ne? Ihr habt halt ja gesehen, an der Controller-Konfiguration, da war nicht mal DualShock oder irgendwas hinterlegt, so alt ist es halt. Aber wenn du denn mal Dollar antippst, bist du sofort weg von der Strecke. Ich komme hier auch überhaupt nicht wirklich rein, also so richtig so, das Feeling dafür kriege ich nicht. Wo ich das hier gerade so spiele, fällt mir so ein, ich könnte eigentlich mal Destruction Derby wieder spielen. Das werde ich euch vielleicht als nächstes mögliche, als nächsten möglichen Rennspielkandidaten mal unterjubeln. Denn ich bin so zu der Erkenntnis gekommen, neue Spiele spielt ja sowieso jeder, ne? Dann kann ich auch mal so ein paar alte Perlen zeigen, die sicherlich der ein oder andere von euch nicht gespielt hat, weil zu jung oder weil einfach keine PlayStation besessen hat oder weil sie sich einfach den Augenkrebs ersparen wollten. Was übrigens gut ist, dass es hier kein Schadensmodell gibt, das wollen wir mal festhalten, ne? Währenddessen bumpst im Hintergrund die Musik weiter. Wow. Also wenn man auf dem Gas bleibt, kriegt er sich definitiv nicht wirklich wieder ein. Oh. Hallo? Oh, jetzt habe ich es nicht mehr innerhalb der Zeit geschafft. Oh. Also es ist weniger Zeit, die Gegner scheinen schneller zu sein und von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Nein, ich habe da irgendwie 5 Euro für bezahlt oder so. Ich gucke jetzt gerade nochmal ein Datum. 1993, 1994. Wann ist die PlayStation 1 erschienen? Also ist eindeutig einer der ersten Titel. Nicht gut gealtert. Das Einzige, was ich halt... Also ich meine, das Spiel ist immer noch witzig so. 10 Minuten reinschmeißen, vorm Frühstück, Runde fahren, schnell wieder ausschmeißen und dann die CD im CD-Player die Musik hören. Wobei das wahrscheinlich viele auch schon abschrecken würde. Ja, wie dem auch sei, das war Ridge Racer auf der PlayStation 1. Mein Beileid für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören oder wie auch immer. Und haut mir mal eure wirren Gedanken, die euch jetzt gerade zu dem Spiel im Kopf rumgehen, in die Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr es ja sogar extrem geil. Einfach so wegen diesem Kultfaktor. Vielleicht gucke ich mir ja nochmal an, wie Ridge Racer 2 und so waren. Vielleicht hole ich mir da nochmal einen von. Naja, tschüss, bis zum nächsten Mal.